Ich habe aber wenn ich das dusche, höher einstufen. Das jetzt oder das von der letzten Woche? Ja, ein Sieg ist natürlich immer schön, aber heute war die Konkurrenz viel besser. Und es war sicher ein härteres Rennen und ein völlig anderes Rennen bei diesen Bedingungen. Und ja, ich bin einigermaßen zufrieden am Schluss mit dem Rang. Aber das Gefühl auf dem Velo hat schon noch ein bisschen gefehlt. Jetzt erstmal wieder so rutschig, dreckig. Ich habe schon ein paar Fahrfehler gemacht und ich das Gefühl, das müsste eigentlich nicht sein. Und, ja, am Ende ja, habe ich alles gegeben und muss zufrieden sein mal für den Anfang. Handelsherr, was hast du gemeint? Ich denke, es hätte gerade so abends gesagt, wie das läuft. Ich habe es gehofft, ja. Und vielleicht war es jetzt gerade mal gut, weil ich bei diesem Sommer recht wenig Bike-Rennen gefahren habe. Von dem her, ja, ich glaube, noch nie so frisch in der Quersaison gestartet. Und darum hoffe ich eigentlich, dass ich es gut durchziehen den Winter, dass ich ein bisschen Energie habe. Und ja, wie viel besser, dass man da wirklich ist, das sieht man dann. Aber, ich war sehr motiviert oder immer noch und habe mich gefreut, dass es losgeht. Ja. Aber fahren, beschwerdefrei, da hast du keine Nachwirkungen vom Unfall her? Nein, das ist praktisch gut. Ich habe im Juli die Platte und die Schrauben wieder rausgenommen. Und jetzt habe ich eigentlich fast keine Probleme mehr. Manchmal noch ein bisschen mit der Achillessehne, aber es wird auch immer besser. Und von dem her ist eigentlich alles in Ordnung. Ja. Zum Rennlauf kurz. Wir hatten das Gefühl, gehabt, fast den Kontakt verloren zu der Gruppe. Ist das auch so wirklich sein, oder? Ja, ich hatte einen guten Start und ja, schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen übers Limit gegangen am Anfang. Und dann musste ich ab der zweiten Runde mal ein bisschen rausnehmen und meinen Rhythmus fahren. Und dann bin ich halt dann schnell auf den 10. hinterher geflogen. Aber dort konnte ich mich einigermaßen heben. Und gegen Ende Rennen noch mal ein bisschen vorne fahren. Ja, da wünsche ich dir gute Erholung und guten Flug auf Vegas. Merci. Dich fast. In dem Fall, merci. Ciao. Ciao. Schön, Simi. Alle. Hopp, Simi. Hopp, Simi. Alle, alle, alle. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Alle, merci. Hopp.
Tennis!